Hallo? Hallo, Ludwig. Hallo? Hast du nur Arbeit bei mir oder wie? Wie? Ah ja, gerade schon. Okay. Ja, gut, passt. Also das Passt. fällt uns andere drüben auch. Jo. Danke. Passt, Ciao. servus. Das läuft ja hier. Das Problem ist nur, ich habe kein Geld. Kann dir nicht bezahlen. Na, ich muss jetzt erstmal. Wenn ich die Gerste verkauft habe, dann passt es wieder. Aber ich investiere halt gerade auch ziemlich viel. Die zwei Hallen waren teuer. Für unseren kleinen Betrieb. Okay, das passt noch. Mal gucken, was die Wolle jetzt wert ist. Oh, Wolle steigt, das ist gut. Wenn der Wollpreis steigt, dann können wir uns da bald mal noch was leisten, wenn wir die verkauft haben. Nur am Stroh hin und her fahren. Ey, was ist denn das für eine Arbeit? Muss da mal überlegen, was wir uns auf dem neuen Feld anpflanzen. Vielleicht Raps oder so. Raps oder Sojabohnen. Gerste steigt auch. Gerste ist bei 1100. Ich mache jetzt gleich mal drüben noch die paar Bäume weg. Zwischen den Feldern, dass wir da nächste Woche die Felder zusammenlegen können. Vor allem, wenn es darum geht, dass wir wieder ansäen. Muss ja immer gucken, dass der Empfänger auch im richtigen Konto ist. So, aber ich glaube, den Stroh zum Jürgen, das fahre ich auch erst nächste Woche hoch. Da habe ich jetzt keinen Bock dazu. Hallo? Hallo. Ja, Jürgen. Hoffe, das ist das letzte Mal für diese Woche ist, dass ich dich anrufe. Ja. Dein Deutsch ist fertig. Gut, dann bringst du mir wieder. Wäre zumindest schön. Das Geld habe ich dir gerade überwiesen. 11.200. Ja, habe ich gesehen. Ja, dann bringe ich den Deutsch wieder. Kannst du da noch was beim Händler abholen? Kann ich. Der hat einen Pflug stehen.
Der hat gesagt, der leiht mir den aus. Wenn du den einfach an den Akkus da hinten dran machst. Jo. Und dann mit runter transportierst, das wäre optimal. Kann ich dann so fahren oder muss ich den auf den Tieflader? Das ist deine Sache. Wenn du sagst, ich kann den so fahren, dann... Kannst du natürlich auch so fahren, die Kilometer sind mir egal. Okay, dann... Du sitzt halt bei mir hier dann fest. Wenn du ohne Tieflader fährst. Ja. Und wenn du mit Tieflader fährst, kannst du dann noch eine Biobelz mitbringen, so eine, so ein Mulcher. Fräse. Ja. Schlecht. Warum? Keine hier. Keine? Nee, keine da. Bin bei der Werkstatt. Ach so. Jo, hast du Zeit, oder? Ja. Kriegst du ein kleines Taschengeld? Ja. Wäre optimal. Vielen Dank. Ja. Dann bis später. Jo. Ciao. Ciao. Ich bin ordentlich unter Druck gesetzt, gerade so ein bisschen. Hey, alles fällt gut um, nur der eine Dinger da nicht. Jetzt aber komm, fall um. Den Harry nochmal. Hallo. Hallo. Ja. Könntest du nochmal bei mir ein paar Stämme abfahren? Ja. Unten. Ja, bin unten auf meinen Feldern. Jo. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Dann ist das nämlich auch schon erledigt. Just in time sollte man ja fertig werden. Wenn der Harry kommt.
So, aber wir müssten jetzt eigentlich auch gleich dem Ende nahe sein. Dann ist das auch erledigt. Oh, den Kercher hat er auch vergessen. Das geht mal ein bisschen gegen den Geist, der Jürgen. Weiß nicht, wo dem sein Kopf ist. Ja, Jürgen. Ja. Also. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich was auf den Schultern hast. Wieso? Was ist denn jetzt, Adwitter? Also ich habe ja gerade kein Geld, ja. Das ist dein Glück. Ja. Aber ich hatte, glaube ich, noch einen Kercher geortet. Oh ja, ich habe so viel momentan zu tun. Ja, ey, vor ein paar Wochen hast du noch gesagt, nichts zu tun. Ja. Jetzt kommt wieder alles. Ich komme ja einmal. Mal hier. Ja, die Wirtschaft. Ah, ja. Ich kann den scheiß Bio-Belt-Set mitbringen, der Tieflader passt nicht. Wieso nicht? Ich hab den Handlachen unten. Den hier, der passt nicht. Ja, dann kommst du halt irgendwann nochmal. Oder ich hole ihn mit, wenn ich dir das Stroh hochfahre. Bio-Belt. Jo. Das wär gut. Dann hole ich die ab, wenn ich dir das Stroh noch hochfahre. Stell die, wenn du rausfährst, ist da ja so eine große Halle, wo man die Tore nicht aufmachen. Jo. Da stell ich dir die hin. Okay. Gut. Blaue. Oh, der Harry hat einen neuen Traktor. Ja, hat mich schon zur Sau gemacht. Ein Steier, schön. Hat mich schon zur Sau gemacht. Gut, der ist gerade da, ich muss auflegen. Jo. Hallo und tschüss. So. Hi Harry, schöner Traktor. Ja. Also hier. Hier habe ich mal einen Aufkleber drauf getan. Das Steier meinst du? Den habe ich auch schon dem Jürgen gezeigt. Ja, auf der Motorhaube da. Der Junge auf den Fan pisst. Ja, auf Fan ist kein Ding. So, guck mal hier, da liegen ein paar Stämme. Ja. Gerade das, was hier hoch liegt, das sind 5 oder 6 Stück. Jo. 3, 4. Lade ich dir die auf. Jo, aufladen, verkaufen bitte, danke. Ja. Okay. Bis dann, ciao. So. Gut, dann. Es geht recht schnell mit dem Tiefenlockern auch, muss ich sagen. Hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Hätte nicht gedacht, das Tiefenlockern, das dauert ein bisschen länger. Jetzt gucke ich gerade mal, was die Preise so sagen. ...1700 Wolle, 1100... ...im Hafen, not die Gäste. Guck ich doch mal, ob ich den Ladewagen hinten dran kriege.
perfekt. Dann fahre ich mal eine kleine Tour. So. Dann mache ich mich auf den Weg zum Hafen, verkaufe die Gäste und dann fahren wir danach noch, allerdings erst in der nächsten Folge, zum Jürgen hoch. Und dann müssen wir auch wieder ein bisschen liquide sein, um vielleicht irgendwann einen größeren Traktor kaufen zu können. Aber für die Woche soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Oder einfach alles, wie der Jürgen, der Tigerfarm sagen würde. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss. Ich guck mal gerade hier noch rechts rein. Tschüss.